ein Projekt der Superlative. Der Windpark Steinriegel wurde auf einer Seehöhe von knapp 1600 Metern errichtet und zählt somit zu den weltweit höchsten Windkraftanlagen. Der Gesamtwert der Einzelkomponenten der insgesamt 10 Windkraftanlagen beläuft sich auf rund 15 Millionen Euro. Der Windpark liefert Strom mit einer Gesamtleistung von 13 Megawatt. Seit Mitte Oktober 2005 werden damit im Vollbetrieb ca. 11.000 Haushalte mit ökologisch gewonnenem Strom versorgt. Der Antransport von 3.000 Kubikmetern Beton und zusätzlichen 150 Tonnen Betoneisen sowie die unterirdische Verlegung von 85 Kilometern Stromkabel und die Errichtung der 9,5 Kilometer langen Kabeltrasse von der Bergspitze nach Mürzzuschlag stellten dabei nur einen Bruchteil jener Herausforderung dar, die sich bei der Anlieferung der Einzelkomponenten sowie des achtachsigen Teleskopkrans stellten. Allein die Rotorblätter weisen eine Länge von 30 Metern auf, das größte Turmsegment ein Gewicht von 38 Tonnen, übertroffen nur noch von den Generatoren mit einem Einzelgewicht von 48 Tonnen. Hinzu kam, dass das ambitionierte Projekt im hochalpinen Umfeld und unter teils widrigsten Witterungsbedingungen umgesetzt wurde. Regen und sogar Schneefall führten nicht nur zu mangelhaften Sichtverhältnissen, sondern wirkten sich noch zusätzlich negativ auf den ohnehin schon schlechten Zustand der Transportwege aus. Erschwerend hinzu kamen die Windverhältnisse mit Spitzen von bis zu 140 km/h, die allein schon das Abladen der angelieferten Komponenten unmöglich machten, ganz zu schweigen von der Montage, und so zu witterungsbedingten Stehzeiten führten. In Anbetracht des straffen Projektplans besonders wertvolle Zeit, die nur durch das große Engagement des hochqualifizierten und motivierten Projektteams wieder eingeholt werden konnte. Bereits im Vorfeld war klar, dass das Projekt Windpark Steinriegel höchste Anforderungen an die Transport- und Errichtungslogistik stellen würde. Anforderungen, die nur von wenigen Unternehmen erfüllt werden können. Die Projektvergabe fiel mit der Firma Prangl auf das führende Branchenunternehmen Österreichs. Dabei konnte Prangl vor allem mit der jahrzehntelang gesammelten Erfahrung, dem für ein derartiges Projekt unabdingbaren Know-how und den hochprofessionellen Mitarbeitern überzeugen. Wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für Prangl war auch die Tatsache, dass man die gesamte Projektabwicklung vom Straßentransport über Zwischenlagerung und Bergtransport der Einzelteile bis hin zum Versetzen der kompletten Windanlagen vor Ort sozusagen aus einer Hand bieten konnte. Dadurch konnten etwaige Schnittstellenprobleme auf ein Minimum reduziert und der reibungslose Übergang der einzelnen Projektphasen gewährleistet werden. Durch die hohe Professionalität, das Spezial-Know-how und das außergewöhnliche Engagement aller Beteiligten gelang es, die veranschlagte Montagezeit von 6 Wochen auf nur 4,5 Wochen zu reduzieren. Der Antransport der Einzelkomponenten erfolgte in mehreren Etappen. Von Dänemark aus wurden die Einzelteile der Windkraftanlagen mit Spezialtransportern auf dem Straßenweg über Deutschland nach Österreich transportiert. Nach 1500 Kilometern endete die Fahrt vorläufig in der Gemeinde Ratten, wo die Teile zwischengelagert wurden. In Summe wurde eine Strecke von rund 229.000 Kilometern zurückgelegt. Das entspricht einer 5-maligen Erdumrundung. Auf dem eigens befestigten Umschlagplatz in der Nähe des örtlichen Fußballplatzes wurden die aus Dänemark eingetroffenen Bauteile abgeladen, zwischengelagert und für den anschließenden Bergtransport vorbereitet. Bereits diese erste Phase war von einem straffen Projektplan und einem hohen Zeitdruck gekennzeichnet. Besonders wichtig war hier die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit der Kran- und Transportfahrer. Verzögerungen bereits in der ersten Phase hätten den gesamten Arbeits- und Projektablauf massiv gefährdet. Eine besondere Herausforderung stellten die Bergfahrt des Teleskopkrans und der Bergtransport der Einzelkomponenten dar. Im hochalpinen Umfeld musste eine Strecke von 12,6 Kilometern mit einer Straßenneigung von bis zu 22% und Kehren von bis zu 180 Grad bewältigt und dabei ca. 900 Höhenmeter überwunden werden.
Einige Streckenabschnitte mussten aus Platzmangel sogar im Rückwärtsgang bewältigt werden. Für die Montage von Gesamtgewichten bis 48 Tonnen bei einer Systemlänge von 80 Metern kam einer von Österreichs stärksten Teleskopkränen, ein 500 Tonner, zum Einsatz. Die Anfahrt des 19,2 Meter langen, achtachsigen Monsters über größtenteils unbefestigte, enge Waldwege und Spitzenkehren stellte eine besondere Herausforderung an Mensch und Maschine dar. Für die letzten Meter der insgesamt 12,6 Kilometer langen Strecke musste eine vierachsige Schwerlastzugmaschine als zusätzlicher Antrieb vorgespannt werden. Bei einer Maximallänge von 30 Metern und einem Maximalgewicht von bis zu 48 Tonnen konnte der Bergtransport der Einzelkomponenten auf die Rattener Alm nur mittels Spezialtransporter erfolgen. Allein aufgrund der extremen Abmessungen und Einzelgewichte wäre ein Antransport per Hubschrauber unmöglich gewesen. Hinzu kam, dass der Transport der Rotorblätter über den Luftweg aufgrund der vorherrschenden Luftströmungen eine nicht zu vertretende Absturzgefahr mit sich gebracht hätte. Aufgrund der für ein solches Vorhaben nicht konzipierten Anfahrtswege mit Steigungen von bis zu 22% führte auch der Antransport über den Landweg die Verantwortlichen an die Grenzen des menschlich Möglichen. Besonders schwierig gestaltete sich der Transport der 30 Meter langen Rotorblätter. Um ohne Behinderungen durch die umliegenden Bäume und Sträucher oder andere Hindernisse wie etwa Strommasten die engen Kurven möglichst problemlos passieren zu können, musste die Gesamtlänge des Transportfahrzeuges möglichst klein gehalten werden. Schlussendlich wurde eine Lösung gewählt, bei der die Rotorblätter vorne 3 Meter über das Führerhaus und nach hinten weitere 5 Meter hinausragten. Um trotzdem eine stabile Befestigung der Rotorblätter auf dem Transporter gewährleisten zu können, kam eine Spezialkonstruktion zum Einsatz, die von der hauseigenen CAD-Abteilung eigens für diesen Zweck konzipiert und in der Prangl-Werkstätte gefertigt wurde. Da im Zuge der vorbereitenden Streckenoptimierung 2 Kehren aus Rücksicht auf die umliegende Natur nicht ausreichend ausgebaut werden konnten, um den Kurvenradius entsprechend zu erweitern und so ein Passieren der Transportfahrzeuge zu ermöglichen, mussten Stichstraßen errichtet werden. Die Fahrzeuge fuhren also auf diesen eigens für diesen Zweck erbauten Wegen bis zur Gesamtlänge des Fahrzeuges ein, wechselten die Fahrtrichtung und schoben anschließend im Rückwärtsgang den Bergweg hinauf. Eine Herausforderung, die den Lenkern höchste Konzentration und hundertprozentige Beherrschung des Fahrzeuges abverlangte, mussten doch in Summe 1,8 Kilometer inklusive einer Kurve im Rückwärtsgang zurückgelegt werden. Während die Rotorblätter vor allem durch ihre extreme Länge Probleme bereiteten, lag die Herausforderung bei den Generatoren vor allem in ihrem außergewöhnlichen Gewicht von 48 Tonnen. Ein Transportgewicht, das bei einer Straßenneigung von bis zu 22% auch die Schwertransporter nur mit Unterstützung eines vorgespannten, allradgetriebenen Zusatzfahrzeuges bewältigen konnten. Während die Transportfahrzeuge nach Entladung ihrer Fracht wieder ins Tal fuhren, um die nächsten Komponenten auf den Bergrücken zu bringen, begann das Montageteam mit dem Zusammenbau der Einzelteile. Dieser erfolgte mit Hilfe eines Teleskopkrans mit einer Hakenhöhe von 80 Metern und einem gigantischen Gegengewicht von 140 Tonnen. Dabei stellte das Aufsetzen der einzelnen angelieferten Turmsegmente noch die am leichtesten zu meisternde Aufgabe dar. Wesentlich schwieriger war es, das am Boden in waagrechter Lage zusammengebaute Rotorelement, bestehend aus Narbe und Rotorblättern, mit einem Durchmesser von 65 Metern aufzurichten und auf den fertigen Turm aufzusetzen. Erschwerend kamen hier vor allem die widrigen Witterungsbedingungen zum Tragen. Der nahezu permanent vorhandene Wind mit Spitzen von bis zu 140 km/h reizte das Fingerspitzengefühl des Kranfahrers bis zum letzten aus. Dem straffen Projektplan und den widrigen Witterungsverhältnissen zum Trotz verlief die Umsetzung des äußerst komplexen Projekts reibungslos und nahm dabei weniger Zeit in Anspruch als veranschlagt.
Von Anfang an wurden die Prangeltechniker mit einbezogen und blieben auch während der Umsetzungsphase eng involviert. Erste Machbarkeitsstudien wurden bereits 4 Jahre vor dem eigentlichen Projektstart durchgeführt, um die Frage zu klären, ob ein derartiges Projekt nicht nur technisch möglich ist, sondern auch zu einem für die Wirtschaftlichkeit des Windparks unumgänglichen, abschätzbaren Aufwand. In einem ersten Schritt mussten auf den generell engen, oft unbefestigten Wegstrecken die Voraussetzungen für den Antransport geschaffen werden. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die umliegende Natur und dem daraus resultierenden Bemühen, Eingriffe so gering wie möglich zu halten, musste die Anfahrtstrecke entsprechend adaptiert werden. Wo für die Umwelt nicht belastend, wurde die Fahrbahn verbreitert. Bei 2 Kehren war das nicht möglich. Aus diesem Grund wurde eine Stichstraße errichtet, die es den Fahrzeugen ermöglichte, die Fahrtrichtung zu wechseln, um im Anschluss die Strecke bis zur nächsten Stichstraße im Rückwärtsgang zurückzulegen. Wegen eines Kurvenausbaus musste unter anderem ein Gebirgsbach kurzfristig umgeleitet werden. Darüber hinaus musste auch in der Höhe entsprechend Platz geschaffen werden. Beim Transport der Rotorblätter wurde eine Gesamthöhe von 6,5 Metern erreicht. Aus diesem Grund wurden Oberleitungen bis zu 1 Meter angehoben, ohne dabei die Stromversorgung der betroffenen Haushalte zu unterbrechen oder gar zu gefährden. Aufgrund des außerordentlich hohen Gesamtgewichts der Transporter inklusive ihrer Ladung musste auch der Untergrund entsprechend adaptiert werden. Zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Wege wurde Schotter eingebracht. In Ratten wurde kurz nach dem Zwischenlagerplatz sogar eine Brücke durch zusätzliche Stützen verstärkt. So gigantisch wie das Projekt, so auch die Projektdaten. Über das gesamte Projekt verteilt waren ca. 40 Maschinen im Einsatz. Am 2. Oktober 2005 konnte das ambitionierte Projekt Windpark Steinriegel schließlich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Routine eines eingespielten Teams und vor allem die schnittstellenfreie Beauftragung eines einzigen Logistikpartners mit der Planung, dem kompletten Transport von Dänemark nach Österreich, der Zwischenlagerung in Ratten, dem Spezialtransport auf die Bergspitze und der Errichtung der 10 Windräder ermöglichte schlussendlich sogar eine vorzeitige Projektfertigstellung. Allen widrigen Umständen zum Trotz, eine logistische und technische Meisterleistung aller Beteiligten der Firma Prangel.